Astralebene? Astralebene. Diese Texte werde ich nie verstehen. Schwebe. Überhält über das Hindernis. Schweben. Halte X, um zu schweben. Halte X gedrückt, um zu schweben. Halte X gedrückt, um höher zu schweben. Okay, cool. Ja, nice. Okay, noch mehr Fähigkeiten. Hey, hey. Und das scheint keine Ausdauer zu verbrauchen, was schon mal gut ist. Und dann haben wir natürlich noch den Ausweichsprung. So. Au. Okay, Frage ist, ja, wir sollten über den drüber schweben wahrscheinlich. Okay, wir gleiten langsam zu Boden. Das ist gut. Das Gefühl. Okay, so. Okay, wir müssen da drüben hin. Von wo aus wird geschossen? Irgendwo da oben wahrscheinlich. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, also wir können, das möchte ich jetzt hier mal testen, schießen, während wir schweben und werfen, während wir schweben. Schweben kostet keine Energie. Okay, mega. Aber wir sind eine richtige Superheldin, ne? Zack, Superhero Landing. Oh, okay, Leute. Oh mein Gott, mein Puls. Das ist eine Riesenerleichterung, diesen Endgegner geschafft zu haben. Der Fernseher ist erledigt. Jetzt kann ich zu Dylan. Und ich möchte mich hier an diesem Punkt nochmal dafür entschuldigen. Erhebende Gedanken. Mich dafür entschuldigen, wie furchtbar das einfach war. Da muss ich in Erwägung ziehen, potenziell was von rauszuschneiden und diesen schieren Grauen und Entsetzen. Aber hey, wir können schweben. Das wird auch unser Weg hier raus sein. Ach so, haha, nicht kartografierter Bereich. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, und damit würde ich auch sagen, heben wir uns das Vergnügen mit neuen Fähigkeiten und frischer Energie für das nächste Mal auf. Ha. Puh. Oh mein Gott.
Beschämend, beschämend, beschämend. Ja. Nee, ich muss, ja, mich sammeln, zusammenreißen. Ach komm, einmal versuchen wir noch hier durchzukommen. So, dass wir in der heutigen Session vielleicht doch noch Dylan finden. Aber. So. Ach so, jetzt sind wir hier. Aber wir können schweben. Sehr gut. Nicht, dass das jetzt alles umsonst gewesen wäre. Aber immer noch nur einen Fähigkeitenpunkt. Okay. Suche Dylan. Fünfte Ebene. Da vorne und rechts. Okay, das zeigt mich, hier führt mich hierher. Aber nö, da müssen wir nicht hin. Okay, dann gehen wir mal darüber und gucken, ob wir den Aufzug wieder nehmen können. Wobei hier der Typ, der hat doch auch gesagt, dass es hier ein Objekt der Macht ist, ne? Hallo? Können wir diese Mission auswählen? Ach so, okay, so oder so, nachdem Dylan gefunden wurde, geht es nur. Na gut. So, nicht wieder in den Schacht stürzen hier. So, wir können doch jetzt auch schweben, ne? Genau, wie wir vorher das Debakel hatten, nach unten zu fallen, können wir ja jetzt auch da hoch. Doch nicht ganz. Klar, ja, jetzt ist der Aufzug doch da, jetzt kommen wir nicht rein. Tja, das ist jetzt natürlich blöd. Na gut, wir müssen uns einmal hier in den Untergrund stürzen, weil, ja. Der Aufzug kommt ja doch. Ich hatte das Gefühl, der Aufzug kommt nicht. Na gut, wir behalten uns einfach zumindest, dass wir da schon mal auf die 5 kommen. Was ist denn da los?
Es ist blöd, dass das so lange dauert und dass es nicht irgendwie. Warum ist er überhaupt von hier verschwunden? Der. Ah, ich habe das Gefühl, da kommt ein Geist auf. Wir waren jetzt auf Ebene 4, das heißt, wir müssen eine hoch. Warum kommen wir denn von hier nicht auf die fünfte Ebene? Das finde ich uncool. Okay, wie kommen wir auf die fünfte Ebene? Die erste wieder mit Aufzug. Hier müssen wir jetzt irgendwie noch eins nach oben. Frage ist, ob wir es hier irgendwie schaffen. Wie hoch schweben wir? So. Wenn wir vorher auf der Kiste stehen. Wenn wir hier stehen, könnten wir es doch schaffen. Ja, so, wir haben es schon mal hier hoch geschafft. Und wenn wir hier hochgehen, schaffen wir es auch auf die fünfte Ebene. Okay. Ein Schwan? Ein Schwan. Also ich frage mich, ob das jetzt der vom Spiel geplante Weg war, um hier hochzukommen. Aber hey, wir haben es geschafft. Da wir jetzt schweben können. Okay, das ist schon mal eine Fähigkeit, an der kommt man nicht vorbei. Die anderen, das waren ja alles basierend so auf Neben. Missionen tatsächlich, aber hier, die musste man ja so oder so machen, weil es ja Teil dieser Hauptmission war. Dylan, er ist so nah. Bitte Spiel, gib mir jetzt einen Kontrollpunkt. Ah, die Türen gehen nur nacheinander, sehr gut. Kommen wir nicht dran. Okay. Hallo? Können Sie mich hören? Jesse? Natürlich. Natürlich, natürlich kann ich Sie hören. Was denken Sie denn? Jesse, bist du da, Jesse? Emily? Emily Er ist Pope? weg. Dylan ist nicht hier. Vielleicht ist er in der Nähe. Oder vielleicht hat ihn das Zischen erwischt. Ich weiß es nicht. Jesse, hör zu. Dylan ist hier. Bei uns. Er kam eben rein. Er sagt, er will sich stillen. Das Zischen hat ihn erwischt, aber er ist anders als die anderen. Jesse, wir müssen ihn isolieren. Ich bin auf dem Weg. Wir müssen zurück. Ich muss zu meinem Bruder. Wir müssen zurück. Eieiei. Aber gut, wir haben ja vorher schon durch die Kamera gesehen, dass Dylan nicht mehr hier ist. Hier war seine Zelle. Beim Leben meines Bruders.
Okay. Ich möchte natürlich wissen, ob das jetzt hier, ob das noch irgendwas hat von Bedeutung für uns hier drüben. Oder ob wir hier den Raum ignorieren dürfen jetzt. Der hat ja auch direkt schon gesagt, wir sollen zurück. Haha! Hier müsste doch bestimmt was Episches versteckt sein. Auf dem Dach der Zelle. So, und da hinten. Nichts, auch kein Kontrollpunkt oder ähnliches. Nee, kein Kontrollpunkt. Okay, das wäre jetzt auch zu schön gewesen, wenn die uns einen Kontrollpunkt geschenkt hätten, mit dem wir von hier aus einfach direkt zurück hätten können. Ja, aber der hatte doch hier eine recht gemütliche Zelle eigentlich, ne? Hier. Hat dann seinen Namen verewigt. Also das richtig Gemütliche könnten wir eigentlich auch direkt einziehen. Das wird heute nicht lange dauern, Dylan. Wie gesagt, möchte ich mit Ihnen über Jessie sprechen, Ihre Schwester. Was ist mit ihr? Ich möchte Ihre Sichtweise hören. Was denken Sie von ihr? Was ist sie für ein Mensch? Solche Dinge. Ich habe sie vergöttert, als ich klein war, nämlich in Nordenham. Und jetzt nicht mehr? Anfangs schon noch. Ich hoffte, sie würde auch kommen, mich finden und heimbringen. Wir haben alles zusammen gemacht. Warum sollte es hier anders sein? Casper sagte, sie könnte auch zur Behörde kommen, wenn sie wollte. Aber sie kam nicht. Was glauben Sie, warum? Weil ich ihr egal bin. Sie wollte immer frei sein und die Welt sehen. Davon hat sie schon immer geredet. Schätze, jetzt hat sie ihres. Okay, sie wollte die Welt sehen. Also hat sie von irgendeinem bestimmten Ort geträumt? Warum? Wir stellen hier einfach Fragen, das wissen Sie doch. Hat sie irgendwelche Städte, Orte oder etwas in der Art erwähnt? Weiß nicht mehr. Was ist mit Freunden oder Familie? Gab es da jemanden außerhalb von Ordinary? Wir sind hier fertig. Sagen Sie, Casper, ich will heute Pizza zu Mittag. Dann warten Sie, wir sind noch nicht. Ende der Sitzung. Ja, das hatte ich fast schon vermutet. Das gefällt mir nicht besonders, aber er scheint uns nicht wohlgesonnen zu sein. Das ist nicht sehr gut. Okay, hier kommen wir wieder nicht zurück. Ja, jetzt wäre ein Kontrollpunkt halt sehr hilfreich, weil dass wir zurück zur guten Emily können. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass hier unten ein Kontrollpunkt kommt. Geht hier nicht mehr auf. Warum dauert das denn so lang? So. Schau mal, ob wir hier oben, wenn wir den normalen Weg gegangen wären, irgendwo noch einen Kontrollpunkt haben. Ansonsten müssen wir eben die eine Etage runter zu dem Herrn, dem wir später sowieso helfen sollen. Ja, und so wird es auch sein. Hier geht's nicht weiter. Na, jetzt ist ja wieder Böses im Busch.
So, ihr Schurken. So, wir suchen jetzt mal hier den Kontrollpunkt und gucken, ob die uns hier rüber verfolgen. Dass wir die alle auf einer Seite haben. Okay, es ist wieder ruhig. Na gut, dann ist ja sowieso alles angenehm. So. Wenn ich mich richtig entsinne, müsste das jetzt hier sein. Ja, genau. Okay. Wir haben Fähigkeitspunkte. Okay, jetzt wird es schwierig langsam mit den Entscheidungen. Also, das ist allgemein nur mehr Leben, mehr Energie, Schaden mit Psychschlag, den wir nicht mehr so viel benutzen, Schaden durch Schleudern. Wir können mittlerweile Gegner schleudern, Objekte und Gegner wenig Leben, schwere Objekte und Gegner, wenn sie nur noch über wenig Leben. Und dafür brauchen wir mehr Punkte, bis zu 3 Objekte. Und die Energie regeneriert sich, wenn du Objekte mit Schleudernfähigkeit hältst. Wir könnten natürlich darauf hinsparen. Aber, was haben wir? 20% stärkerer Schild. Und wir haben hier den Wuchtschild. Wenn der Schild losgelassen wird, schleudert er Schutt auf Gegner in der Nähe. Frage ist, wie viel Schaden das macht. Verlängert übernehmen. Hier auch. Und übernimmt einen zusätzlichen Gegner. Übernimmt schwere Gegner, wenn sie über wenig Leben verfügen. Okay. Kommt jetzt mit Schweben. 10% länger schweben. 10% länger schweben. Das ist alles länger schweben. Genau. Und dann. Drücke beim Schweben R3, um auf dem Boden aufzuschlagen und Gegnern in der Nähe Schaden zuzufügen. Ja, ist cool. Tatsächlich bin ich mir aber gar nicht sicher, ob wir Schweben so oft im Kampf überhaupt benutzen werden. Ist zwar auch eine gute Sache zum Ausweichen etc., aber ich glaube, das ist eine schwierige Entscheidung gerade. Schildangriff, das ist das mit Flucht später. Und hier auch, die Energie lädt sich wieder auf, während das Schild aktiv ist. Ich glaube, dass das uns hier halt am meisten bringen wird. Natürlich mit den bis zu 3 Objekte schleudern, die wir dann anscheinend alle auf einmal greifen. Und dass die Energie sich halt währenddessen regeneriert, dann können wir echt bequem schleudern. Alles Schaden durch Schleudern. Und mehr Energie. Wie sind denn die Kosten? Ich habe 4 Punkte. Leben ist 3. Energie ist 3. Psychschlag ist 3. Schaden mit Schleudern kostet hier nur 2. Und nochmal nur 2. Ah. Schild, das ist halt auch so ein Thema, ne? Benutzen wir noch eher gar nicht. Und wenn dann auch eher, wenn Gegner weiter weg sind, theoretisch. Eigentlich bin ich jetzt zwischen Schleuderschaden und Energie insgesamt. Wobei die Energie sich recht schnell regeneriert, wenn wir immer gut ausweichen, ne? Gibt es noch irgendwas, was die Flucht verbessert? Ne, Flucht kommt nur hiermit noch ins Spiel.
Und das kostet hier nur ein Punkt. Allerdings, ja, wie gesagt, das Schweben ist eigentlich jetzt erstmal schon ausreichend, so wie ich es empfunden habe im Kampf. Bin ich mir nicht sicher, ob ich es benutzen würde unbedingt. Weil das natürlich interessant ist hier. Können wir jetzt eh nicht alles machen. Wir könnten die beiden machen, aber dann würde ich mich jetzt schlecht fühlen, wenn ich nur die Schwebedauer verlängere. Oder weiter die Punkte sparen für, wie gesagt, hier. Wir hatten einen Punkt und wir haben jetzt drei Punkte bekommen. Ich warte erstmal ab, was mit der Dylan-Mission passiert. Und ja, ich glaube. Wir reisen doch da mal hin und gucken, ob tatsächlich Dylan am Start ist. Da steht's wieder. Werte schweben auf, um einen mächtigen Angriff mit Flächenwirkung freizuschalten. Ja, das werden wir noch tun. Und ich hoffe, dass wir genug Punkte kriegen für alles. Wobei ansonsten, ja, hat man halt einen Fokus, auf den man legt, je nach Spielstil. Und da ich da wenig auf Schutz gehe, tatsächlich mehr mit dem Thema Angriff, ist tatsächlich dieses ganze Schleuderthema für mich recht bedeutsam. Ja, plus Energie, weil ja, eigentlich sind wir die ganze Zeit nur im Schleudern. Und das halt dann auch erst bei dieser letzten Stufe sich die Energie parallel regeneriert, das ist halt sehr gut. Wenn wir die gespart haben, ist es danach egal, danach können wir eigentlich alles machen. Ich glaube, wir machen das so, wir sparen diese Punkte. So, und wir müssen dahin, Sitzungszimmer. Hat sie nicht gesagt, Dylan wäre hier? Sieht nicht so aus, als wäre er hier. Hast du uns verarscht, Emily? Was geht hier vor? Endlich. Nach all den Jahren ist es soweit. Dylan ist hier. Aber bin ich zu spät? Er mag uns nicht. Wie geht es ihm? Ich muss es wissen. Er ist eindeutig vom Zischen befallen, aber es unterscheidet sich von all unseren Daten über Manifestationen. Vielleicht habt ihr beide spezielle Gene. Er war schließlich ein Primärkandidat. Oder schützt ihn vielleicht Polaris? Oder liegt es an etwas anderem? Ich muss Tests machen. Er scheint mehr Kontrolle zu haben. Wirkt präsenter. Ich will ihn sehen. Mein Bruder. Oder nicht? Natürlich. Marshall hat einen HAV-geschützten Käfig für ihn errichtet, auf der oberen Etage, die Treppe rauf. Okay, ich muss los. Jesse, sei vorsichtig.